So, wir sind jetzt ein Stück weiter, immer noch bei Aquamedic. Im Hintergrund haben wir übrigens den Michael Wozek und die Sabine aus Bremen. Die sind gerade zum Fachhändlergespräch gekommen. Aber darum soll es nicht gehen. Wir stehen vor eurem neuen Riffsold-Korall. Was habt ihr verbessert? Also wir haben jetzt Vitamin B nochmal drin, insbesondere Vitamin B12, weil das die Korallen selber nicht synthetisieren können. Die können es dann also über das Wasser aufnehmen. Und dann haben wir einige Parameter nochmal erhöht, also Calcium, Carbonathärte. Insbesondere kam es mir aber darauf an, dass der pH-Wert beim Auflösen gleich über 8 liegt, damit man den Aryl-Sättigungspunkt, das ist dieser Punkt, bei dem Korallen das Kalkskelett bilden können, dass der schon beim Auflösen erreicht wird und nicht erst nach, sagen wir mal, 24-stündiger Belüftung des Wassers. Also hast du deine ganze Erfahrung in dieses neue Salz gesteckt? Ja, wir haben noch mal einiges ausprobiert, einiges gerechnet und dann ja, ist das dabei rausgekommen. Wann ist das verfügbar? Das ist ab jetzt verfügbar. Also das neue Reef Salt Korall Vitamin B Komplex bei Aquamedic am Stand.